Galopp ist im Moment noch ein bisschen festgehalten, aber wir geben dem Fohlen etwas Zeit, sich einzulaufen, warm zu laufen. Also sehen, dass es so etwas auf der Vorhand bzw. nicht so ganz gut aus der Schulter rauskommt. Was aber ganz positiv ist, so diese ganz gute Oberlinie, der Oberhals ist ganz gut gewölbt bei dem Fohlen und damit ist vermutlich es später mal ganz leicht durchs Genick zu reiten. Dann trabt es ganz federnd. Das ist so auffällig. Die Bewegungen sind mittel. Ja, immer wieder mal so ein bisschen tiefer in der Schulter. Kommt eigentlich nicht so richtig hoch in der Schulter. Okay, danke schön.
Gut, dieses Fohlen erhält folgende Bewertung: 8,0 für das Exterieur, 8,1 für das Interieur, für den Charakter und 7,7 für die Gänge. Der Richterspruch lautet: freundliches, fleißiges Fohlen mit weiten, weniger hohen Bewegungen, im Exterieur gleichmäßig und ausgewogen.